So, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Platin Together. Ja, wir sind gut mal sogar aus der Höhle rausgeschafft. Finde ich nett von ihm. Ich habe das Team inzwischen schon mal ein bisschen hochgeheilt. Der hat das ja ein bisschen gedamaged zurückgelassen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal die Route hier weiter. Ey, ich will mit dem Captain, brenn nicht von mir weg. Rabaut. Okay, das sollte fairly easy sein. Das glaube ich kriegen wir mit einem Kratzer. Okay, wenn der Kratzer treffen würde, der hätte irgendwie so eine 5%ige Wahrscheinlichkeit, dass er daneben geht oder so. Könnten auch 10 sein. Ich hab die Stats von Kratzer nicht im Kopf. Die Attacke wird einfach zu selten gespielt. Rabaut weiß ich einfach, das Fähigkeit gar nichts aus. Macht auch insgesamt gar nichts. Den Kick, wie kommt er in den Kampf? Gut, lass mal Wukong einfach drin. Der kriegt einen kleinen Nahkampf und dann soll es das gewesen sein. Ja. Beste, wenn es um die physische Death geht. Spezialverteidigung ist bei Kingfly sogar relativ gut. Hier haben wir eine Perle. So. Oh ja, ich liebe diese Counter-Theme. Haben wir nochmal einen Ruinen-Maniac hier. Aerodactyl. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt gefallen soll. Ich lasse lieber unseren Leo machen. Mit dem Pokémon hat unser Pokémon so seine gewissen Probleme, nachdem er keinen Donnerschlag hat. So. Aerodactyl, ich weiß nicht, in welcher Def der stärker oder schwächer ist. Die sind doch ziemlich gleich. Haben einfach mal mit Kaskade drauf. Da haben wir noch eine kleine Flinch-Chance, falls es überleben sollte. Und wir machen einen Volltreffer. Oh, da hat sich auch noch einer versteckt. Den habe ich jetzt bei dem Baum gar nicht gesehen. Ramona. Ist das zufällig Ramona Flowers? Wir haben auf jeden Fall ein Metagross gegen uns. Mal schauen, ob der Flammenblitz ausreicht, um das zu killen. Ich gehe aber mal. Oh, der hat das ganz knapp überlebt. So, jetzt einmal hoffen, dass kein Zentkopfstoß kommt. Okay. Tut zwar auch weh, aber mal schauen, ob wir die überleben. Damit ist auch klar. Gut. Dann kriegt halt Neo den Kill. Das ist wirklich auch nur neutral, aber für die letzten 2 KP, die der da noch hat, reicht das alle mal. Das wäre jetzt so eine Situation, in der man einen Feuersturm oder einen Hitzekoller gebraucht hätte. Weil Metagross in der physischen Def halt immer ein gutes Stück stärker ist als in der speziellen. Okay, da kommen wir noch mit Surfer ran. Da unten auch. Aber schauen wir mal. Ein Drachenprofi. Okay. Man hat es gerade echt nicht leicht, wenn er die ganze Zeit irgendwas vor die Nase gesetzt bekommt, was er nicht wirklich effektiv behauen kann.
Dragon Dance. Das würde ja direkt gefährlich, wenn er jetzt mit physischen Attacken angreift, zumindest. Oh, Neo ist immer noch schneller als ein plus 1 Altaria. Nice. Okay, also Altaria ist jetzt nicht allzu schnell und Neo ist mit 115 schon wirklich extrem schnell und wir haben auch noch ein Pluswesen. Und Simon. Gegen Simon brauchen wir irgendwas, was speziell angreift. Die Attacken von Neo sind leider nicht effektiv auf Simon. Simon hat eine ziemlich gute Def, aber eine sehr bescheidene Schatz-Def. Weiß ich gut genug, weil ich selber einen Simon spiele. Evolid. Fatum-Knoten. So, heutzutage das beste Zucht-Item, das es gibt. Ein Hyperball. Was haben wir da hinten noch? Ups. Ich wollte in den Beutel mal wieder einen Schuss reinhauen. Wir haben jetzt eben ja alles genug für den Abenteuers. Im Wiederball. Hier ist nix, oder? Nö. Okay, wir sind hier dann sowieso schon am Ende der Route angekommen. Hier könnten wir, wenn wir jetzt das Event dafür hätten, den Buhlenpfad erscheinen lassen und zu Shaman gehen. Aber wir haben das Event dafür nicht. Na gut, dann können wir hier jetzt auch direkt auf den Rückweg gehen und schauen, ob ich da vielleicht ein paar Items oder irgendwie holen kann. Oder steht sowieso noch was rum? Aber gut, von dem sollten wir die überleben. Und natürlich geht es jetzt daneben. Upan, du machst es mir manchmal echt nicht leicht. Ich muss direkt mal nachschauen, wie viel Genauigkeit Kraxler hat. Seer war hier in Gen 4, glaube ich, noch schwächer als ein Psychokinese, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Simsala. Das lässt man uns im Weiten machen. Der hat zumindest eine effektive Attacke dagegen und. Ja. Der ist sogar schneller als Simsala. Reicht sogar aus. Das trotzdem soll das relativ starker Spätzdev. Dann mache ich hier auch noch einen Psycho. Severin mit einem Traunfugil. Okay, da habe ich nur eine einzige Attacke mit Upan, die trifft. Aber die sollte das hier noch definitiv K.O. setzen. Vor allem, wenn man einen Volltreffer macht. Ich
plus 4 Angriff kriegt der Wuppan. Nett. Ein Alpollo. Ja, ich möchte das Pokémon wechseln. Der Leo ist noch nicht Level 60. Einige Pokémon hier bekommen haben. Wuppan mit Level 5, Chris glaube ich mit Level 3. Ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Level ich Chris gefangen habe. Inzwischen alle Level 60. Erkenne ich jetzt nicht vom Aussehen her. Wappern. Wappern. Der Bären, okay. Bis auf die Citrobären, nichts Interessantes dabei. Dann ist das Auto da hinten noch. AP Top. Nett. Das ist wirklich nett. Da bei dem Wasser, da kann man bestenfalls Bäume umgehen. Okay. Sonst haben wir hier, glaube ich, alles gemacht. Ja. Indem wir jetzt gerade nicht fliegen können, müssen wir durch die Höhle zurück. Anderer Meinung. Hier liegt noch ein Nugget rum. So. Muss ich bloß schauen, dass ich mich hier nicht verlaufe. Überreste gefunden. Das ist ein Eis. Ich würde mal behaupten, eins der besten Items, die es im Spiel gibt. So. Dann durch mehrere Surferabkürzungen haben wir es wieder bis hierher geschafft. So. Nee, Moment, hier ging es nicht hoch. Oder? Doch, ich glaube, da ging es hoch. Nee, doch nicht. Wir müssen da hinten irgendwie hoch. Moment mal. Ah, hier war's. So,
Dann sind wir jetzt wieder bei der Pokémon-Liga. Und jetzt geht's ein bisschen ans Trainieren. Weil wir jetzt also ziemlich alles gemacht haben. Ich muss jetzt nur noch mal mit Koto absprechen, wer jetzt noch alle ins Team kommt, weil wir haben hier noch mit dem Gedanken gespielt. Ich kann das ja mal zeigen. Die drei hier noch mit ins Team aufzunehmen. Die Giratina müssten wir dafür halt extrem nachtrainieren. Die anderen beiden werden mehr oder weniger auf dem Level, auf dem ich die mitnehmen würde in die Pokémon-Liga. Die Frage ist nur, welche von denen nehmen wir mit, und Palkia würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich muss allerdings jetzt erstmal mit Koto aussprechen, wie wir unser Team jetzt zusammenstellen, und ja, sobald wir damit fertig sind, machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge dann schon mit der Top 4 weiter. Das heißt, da bin ich dann auch wieder mit dabei. Koto wird dann wieder spielen. Ich werde im Hintergrund dazu kommentieren und ihm mehr oder weniger sagen, was er machen soll. Aber gut, wir sind dann, also ich bin dann mit diesem Part mehr oder weniger fertig. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.